Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich nehme euch heute mit durch meine tägliche Putzroutine. Es ist mittlerweile 9 Uhr, ich habe die Kinder in den Kindergarten gebracht und jetzt ist so das ganze Chaos von heute Morgen liegen geblieben. Ich werde euch einfach mitnehmen, was ich zurzeit mit 3 Kindern hier täglich zu tun habe morgens. Die Frieda liegt oben in ihrer Wippe, sie macht jetzt ihr 3 Stunden Mittagsschläfchen. Das ist die einzige Zeit, wo sie in ihrer Wippe liegt. Ansonsten ist sie immer bei uns unten und nimmt am Leben teil, sage ich mal. Die Zeit nutze ich dann meistens zum Aufräumen, Putzen, kommt immer darauf an, was anfällt. Heute ist es eine Katastrophe, weil ich die Kinder weggebracht habe und ja, da bleibt einfach mit Baby und Stillen bleibt einfach alles so liegen, wie es hinterlassen wurde. Ich werde teilweise euch alles zeigen, wie ich das mache, aber auch mit Musik überspielen, vielleicht mit ein bisschen Text. Mal schauen, wie ich das Ganze so bearbeiten werde. Manchmal bin ich nur eine Stunde am Aufräumen, nur eine halbe Stunde, es kommt immer darauf an. Heute werde ich mindestens 1,5-2 Stunden benötigen. Ansonsten nutze ich die Zeit, wenn die Frieda noch schläft, immer für Videos schneiden. Es ist 9 Uhr, starten wir und ich wünsche euch ganz viel Spaß. I'm walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beach just like I wrote it. Ganz wichtig natürlich, die Frieda habe ich hier immer im Blick mit dem Babyfon. Ich habe Schlabberklamotten an. Eine ganz lockere Jeans, ein lockeres Oberteil. Ich werde jetzt gleich meine Haare hinten zusammenbinden, damit es einfach gemütlicher ist beim Putzen, Aufräumen, wie auch immer. Ich starte morgens immer mit dem Bad. Ich fange im Untergeschoss an, mache Raum für Raum und ich weiß nicht, irgendwie bin ich immer als erstes im Bad. Wie ihr hier sehen könnt, da liegen die Handtücher vom Duschen. Alex und ich haben heute Morgen geduscht, dann liegt da noch Hygieneartikel, der Hocker, wo die Pauline immer ihre Zähne drauf putzt. Dann liegt hier noch meine Kosmetik. Ich habe Haare geföhnt und ja, das muss man alles mal so ein bisschen ordentlich machen, würde ich sagen. Und die Waschbecken putzen, dann die ganzen Zahnpasta-Reste von den Kindern. Wäsche, wofür hat man Wäscheschacht, ne? Würde ich sagen, ja, machen wir erstmal die Ordnung. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shining every color, resting your head in my arms. You sing la la la. Im Bad ist jetzt Ordnung gemacht. Ich habe alles zur Seite geräumt und an den Platz gebracht. Jetzt gehe ich in den Keller zu unserem Putzschrank und hole mir alle Sachen, die ich brauche. Dann nehme ich euch einfach mal mit. Die Wäsche werde ich nachher auch noch machen. Hier ist Schmutzwäsche. Hier sind saubere Lappen. Da werde ich mich jetzt bedienen. Ich hoffe, sowas interessiert euch. Ich habe jetzt hier einen Eimer und packe mir da alles rein, was ich zum Putzen benötige. Ein Mikrofasertuch. Ein Schwamm. Dann haben wir unten unsere ganzen Putzmittel. Ich brauche den Badreiniger, Citrus-Badreiniger und den Hygienereiniger für die Toilette. Toilette mache ich auch jeden Tag. Den habe ich jetzt neu entdeckt in der Drogerie von Frosch, der Bio-Alkohol-WC-Reiniger. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Ich glaube, den werde ich jetzt einfach mal für die Toilette ausprobieren. Also kommt der mit in das Körbchen. Und dann benötige ich noch eine Zebra-Rolle für die Küche. Und mehr brauche ich nicht für die tägliche Routine. Glasreiniger, damit putze ich alle Glanzoberflächen im Untergeschoss. Ich bin gespannt, ob wir alles rechtzeitig schaffen, weil ich ja auch noch nebenbei filme. So, jetzt kommen die Waschbecken. Und dann trockne ich alles mit einem Trockentuch gut ab. Das ist glänzt. Das mache ich, wie gesagt, fast jeden Morgen, wenn ich halt sehe, dass es verschmutzt ist. Es ist einfach auch viel hygienischer für die Kinder, wenn die sich die Hände und das Gesicht an einem sauberen Waschbecken putzen. Und wenn man mal Gäste hat, sieht es auch gleich schöner aus. Und der riecht richtig gut nach Zitrone und nicht so nach Putzmittel. Ich mache jeden Tag die Toilette und die Spüle. Da benutzen wir den Lavendel-Hygienereiniger und der riecht auch richtig gut. Ich spüle erstmal alles ein und lasse es kurz einwirken. Und bei der Toilette nehme ich zum Putzen immer Zewa, weil ich das danach wegschmeißen kann, aus hygienischen Gründen. Und ich fange bei der Toilette immer von außen nach innen an.
fertig. Und das Toilettenpapier tue ich immer direkt in die Toilette und spüle es runter. Jetzt wollte ich das noch ausprobieren. Riecht ganz okay. Fertig. Geschafft. Jetzt mache ich nur noch eben Fenster auf. Wobei ich den Duft ja total liebe in den Räumen, wenn er so frisch geputzt riecht. Jetzt kommt der Teil, wo ich meistens am wenigsten Lust drauf habe, aber der auf jeden Fall gemacht werden muss. Das Wohnzimmer. Die Kinder haben heute Morgen natürlich hier schon schön gespielt und Unordnung gemacht. So sieht das hier aus. Das muss ich alles beseitigen. Genauso wie die Jacken und die Garderobe muss da hinten ein bisschen aufgeräumt werden. Ja, hier liegt halt alles so rum, ne, was man nicht benötigt. Dann steht noch das Frühstück von heute Morgen auf dem Tisch und das blanke Chaos in der Küche. Ich fange mit der Grundordnung komplett an im Wohnzimmer. Ich werde jetzt vorspulen, damit es schneller für euch geht. Dann nehme ich die ganzen Kleidungsstücke, die die Tage sich angesammelt haben. Gerade von Baby Frieda, wenn sie gespuckt hat. Ich wickel die teilweise unten, wenn die Pauline tagsüber da ist. Sonst komme ich da einfach gar nicht zu. Deswegen haben wir unten so eine kleine Windelstation. Die Kissen etwas herrichten. Ich finde, das macht immer schon sehr viel aus auf dem Sofa. Das lasse ich jetzt noch da liegen. Ich bin gerade am Video nebenbei am Schneiden. Wenn ich heute noch Zeit finde, werde ich auch noch mal die Flecken hier alle entfernen mit meinem Provin-Reinigungsmittel. Jetzt kommen noch die Schuhe in die Garderobe und die Jacken. Dann ist der Flur und auch das Wohnzimmer schon wieder aufgeräumt. Die Garderobe ist wohl nicht endgültig. Wir haben da unseren Internetrouter stehen. Unten sind die Schuhe einfach nur so reingeklatscht. Das Gute ist halt, die Kinder kommen dran, aber es ist total unordentlich und der Platz ist gar nicht gut genutzt. Irgendwie ballern wir da einfach nur alles rein und welche Tage Zeit finde, werde ich den noch irgendwie umräumen und umsortieren. Genauso wie die Kommode, da steht immer irgendwas drauf, da müssen wir auch mal eine Lösung finden. Hier sind ein paar Schuhe und dann ist da Alex Lernzeug und ja, was soll ich sagen? So ein ganzes Gedöns halt, das braucht man nicht. Das hat sich jetzt alles angesammelt. Das muss ich euch einmal kurz zwischendurch zeigen. Es hat Leona im Kindergarten gebastelt. Einmal der Regenbogenfisch, den wollten wir in ihr Zimmer aufhängen. Und die süße Schildkröte. Sie liebt ja Schildkröten über alles. Ihre Freundin Sophia hat Schildkröten. Und ihr Einhorn. Sie liebt Einhörner zumal. Das ist voll süß. Das tun wir auch noch zur Seite. Aber wir können nicht alles behalten. Deswegen aussortiert werden. Aber sie hat natürlich auch ihre Sammelmappe, wo wir alles drin aufbewahren, was sie so schön findet. So werden wir das erstmal jetzt lassen. Da sind noch Tüten. Letzte Zeit waren die Kinder ja öfters bei Oma und Opa. Dann ist hier noch ihr Hugo drin, Spielzeug, Anziehsachen, Wechselkleidung. Das werde ich später aussortieren, falls ich noch Zeit finde. Bevor Frieda wach wird, ist es immer wichtig, dass sich einfach aufgeräumt und sauber ist. Jetzt kommt der Esstisch an die Reihe. Den wische ich danach ab und dann die Küche. Dann muss ich noch Paulines Tablett sauber machen von dem Frühstück. Dann sieht er überall noch die Essensreste. Dafür benutze ich am liebsten den Soda-Reiniger von Frosch. Nicht wundern, warum wir so viele Froschprodukte haben. Ich finde die einfach super gut. Die riechen gut, säubern gut. Guck mal, wie schön das sofort abgeht. Nicht, dass wieder Kommentare kommen von wegen, das ist eine Schleichwerbung oder so. Ich kaufe meine Reinigungsprodukte alle selbst. Ah, ich hasse diese kleinen Tomatenkörner. Die sitzen in jeder Rille drin. Das mache ich auch wirklich jeden Tag, weil das extrem wichtig ist, weil sie halt immer auch von dem Tablett isst. Und dann kommt der Stuhl in die Ecke. Dabei findet man noch Spielzeug. Essbereich fertig. Bevor ich mit dem Wohnzimmer fertig bin, benutze ich noch Glasreiniger und Seva. Da benutzen wir den Spiritus Glasreiniger. Das ist eine große Nachfüllpackung. Und was ich auch jeden Tag wirklich mache, ist einmal über den Couchtisch zu putzen. Weil auch hier sieht man den ganzen Dreck von den Kindern. Weil die Mäuse auch ab und zu dann hier mal einen Snack zu sich nehmen oder malen. Und auch hier lauern die Bakterien. Ich bin jetzt nicht so, der alles steril hat. Aber so Schoko, Joghurt, Kleckse, was auch immer das hier gerade ist. Muss nicht sein. Oh nein, hier ist Filzstift. Das geht nicht ab. Jemand einen Trick dafür? Staubwischen mache ich einmal die Woche. Wir haben ja keine Haustiere.
Wischen einmal die Woche und staubsaugen gelegentlich, immer wie es anfällt. Ich bin jetzt hier gerade im Bad und stöpsel mal meinen Staubsauger ab. Den brauche ich jetzt nämlich. Bevor ich in der Küche weitermache, staubsauge ich noch die ganzen Brotkrümel weg. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Es dürfte jetzt so 9:30 rum sein, denn der Postbote ist da und bringt mir was. Sonne wünschen. Würde ich auch wünschen, ja. Danke. Ach, unser armer Postbote hat so ein schlechtes Wetter, es regnet. Eigentlich habe ich kein Paket erwartet, also wir haben jetzt so typisch Briefe bekommen, ne? Das muss man zwischendurch auch noch machen. Oh nein, ich habe gerade gesagt, bitte nicht. Überall so Schnipsel. Frieda, oh guck mal, von Lilly, du Werbegeschenk. Das ist praktisch sowas für zum Einkaufen. Jetzt bin ich mal gespannt. Auch das ist keine Werbung, Leute. Das ist jetzt auch ganz spontan mit ins Video gerutscht. Wow, die ist voll schön. Von Lilly, du eine Holzkiste. Und nochmal Feuchttücher, perfekt. Ach, wie süß. Dankeschön an das Team Lilly, du. Persönliche Geburtsglückwünsche. Wie lieb. Danke. Wir lieben ja die Feuchttücher von Lilly, du. Und der Beutel kommt direkt zu unseren anderen Tüten. Einkaufen. Jetzt geht das Chaos in der Küche weiter. Tittim, tittim. Jetzt machen wir mal schnell hier Ordnung und dann sauge ich auch noch mal die Küche durch. Streuselkuchen für heute Nachmittag ist noch über. Als erstes packe ich die Lebensmittel weg, damit die nicht schlecht werden und dass ich hier gleich richtig putzen kann. Oh nein, diese neuen Kindersicherung. Neue Kindersicherung, damit die Pauline nicht überall ran kann. Ich muss mich da erst noch dran gewöhnen. So, dann packe ich noch mein ganzes Obst und Gemüse in eine Schale. Bananen kommen da rein, meine Avocado, Äpfel. Dann werden die Bananen aber schnell schlecht, weil die Äpfel da drin liegen. Damit wir das Obst auch essen, stelle ich das jetzt erstmal auf den Esstisch. Macht ja auch was her, ne? So ein bisschen frisches Obst und Gemüse. Das sieht sauber aus. Erstmal ausräumen. Während ich die Spülmaschine ausräume, wollte ich euch noch kurz was berichten. Eigentlich wollte ich mit euch zusammen den Kleiderschrank ausräumen, also meinen Kleiderschrank ausräumen, aussortieren, ausmisten. Die ganze Umstandsmode muss da raus, das passt mir alles nicht mehr. Ich habe jetzt mittlerweile 12 Kilo nach der Geburt abgenommen. Es ist jetzt 3 Wochen her. Durch das Stillen verliere ich immer gut Gewicht. Ich musste auch immer ein bisschen wirklich aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Weil bei der Pauline habe ich ja unter 50 Kilo gewogen. Das war einfach viel zu wenig und mir ging es auch nicht gut. Auf jeden Fall muss ich gucken, ob ich das noch mit euch schaffe, zusammen meinen Kleiderschrank auszumisten. Also ich hoffe, wir schaffen das noch. Ansonsten zu einem späteren Zeitpunkt. Spülmaschine ist eingeräumt. Die Frieda war gerade wach und hat geweint. Ich werde jetzt noch die Oberflächen putzen mit Glasreiniger. Wenn das Kind weint, ist man nun mal gezwungen, eine Pause einzulegen, was gar nicht so schlecht ist. Ab und zu mal. Ich bin jetzt seit einer Stunde dabei und ich habe fast das ganze Untergeschoss fertig. Aber wir haben Zeit. Ich muss nachher nur noch Essen vorbereiten, Mittagessen. Ich mache heute Biersing einen Topf. Dann putze ich die Spüle einmal durch mit Perry Spüli. Da kann man auch irgendein anderes nehmen. Das haben wir auf jeden Fall jetzt gerade in Benutzung. Das ist ganz gut, da braucht man gar nicht so viel von. Ich habe jetzt hier gerade mal aufgemacht. Ich habe das Insektenschutz davor. Nein, Mausi, ich gehe mal schnell hoch. Heute ist nicht mit lange schlafen. Mama, komm, Schatz. Normalerweise schläft sie mittags 2-3 Stunden. Hunger oder Schnuller verloren. Wetten habe ich heute Morgen schon geschafft. Yay. Ich bin jetzt unten soweit fertig. Habt ihr alles gesehen, alles aufgeräumt und geputzt. Das habe ich schon mal geschafft. Gott sei Dank. Oh, diese Strähne hier. Da ich Frieda jetzt etwas unter Beobachtung haben möchte, werde ich jetzt hier oben weitermachen. Wofür hat man einen Wäscheschacht? Hauptsache, das da drunter hinlegen. Die schmeißt ihre Wäsche immer von ganz oben hier runter. So, hier sieht es auch immer chaotisch aus. Ich werde hier auch mal Fenster aufmachen. Das Tipi ist übrigens gestern umgefallen. Das muss ich auch noch aufbauen. Da steht ihre Dreckwäsche, die die Maus runtergeworfen hat beim Wickeln. Babyfon hängt hier noch so rum, weil wir das jetzt erstmal wieder einstecken wollen. Da die Maus nachts ab und zu mal hier rausklettert und wir sie wieder ins Bett legen müssen. Aber es ist so viel besser, dass sie da raus kann. Weil uns ist es passiert, dass sie fast hier drüber so einen Purzelbaum gemacht hat. Sie wollte über das Gitter aussteigen. Deswegen sind wir so auf der sicheren Seite. Die nehme ich gleich mit runter. Spülmaschine ist eh noch nicht voll. Und auch überall Spielzeug, ne? Jede Mama kennt es, glaube ich. Hier werde ich jetzt auch erstmal Grundordnung reinbringen, sprich Wäsche sortieren, Spielzeug zusammenräumen, was man halt alles so rumliegen hat.
gestern noch schön gespielt, die beiden. Könnt ihr mich sehen? Ich habe jetzt gerade das Babyfon eingesteckt. Hier ist so ein kleines Spielzeug, weil sie derzeit nicht gerne gewickelt wird. Jetzt nehme ich hier noch die saubere Wäsche, die sie nochmal anziehen kann. Muss man natürlich gucken, ne? Wie die aussehen vom Kindergarten. Räume die jetzt gleich noch in den Schrank. Frieda ist anscheinend wieder eingeschlafen. Hatte ihren Schnuller verloren. Da würde ich auch meckern. Noch ein paar Hosen. Naja, jeden Tag dasselbe. In einer halben Stunde wird Frieda auch essen wollen. Wollen wir das mal wieder aufbauen. Ne? Seite, hier ist vorne. Wie kriegt man das so hin? Fertig. Alles wieder aufgeräumt. Baby Frieda ist wach. Ich gucke mal gerade. Das Spielzimmer können die Kids alleine aufräumen. Haben die gestern Abend auch unordentlich gemacht. Ja, und Friedas Zimmer muss noch gemacht werden. Wickeltisch ein bisschen. Und da liegt Wäsche, die ich zusammenlegen muss. Das heißt jetzt erstmal Essen für den Schatz. Sie ist jetzt immer schon öfters wach und guckt sich alles an. So, ich habe die Frieda gestillt. Jetzt liegt sie in ihrem Bettchen und schläft. Ich habe die Tür gerade zugemacht. Das ist doch ganz schön windig und kalt. Ich bringe jetzt meine Haarklammer weg, bringe das wieder in den Keller. Dann bereite ich gleich Mittagessen vor, den Wirsing-Eintopf. Ich muss jetzt gerade noch ein paar Termine eintragen. Am Wochenende fahren wir zu der Verena mit allen drei Kindern. Still, Demenz, lässt grüßen. Übrigens ist jetzt die tägliche Putzroutine beendet. Ich werde Friedas Zimmer heute nicht mehr machen. Beziehungsweise die Wäsche, die kann warten. Den Wickeltisch räume ich dann mal auf, wenn ich dann eh oben bin zum Wickeln. Ich habe hier meinen großen Wirsing, den muss ich gleich waschen und schneiden. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie man das macht. Dann brauchen wir Kartoffeln. Ich habe jetzt diese Ackergold-Spezialität. Die sind klein, das heißt, ich habe viel zu schälen. Ich hasse Kartoffeln schälen. Normalerweise macht das immer Alex sehr gerne. Dann brauche ich einen großen Behälter für die Brühe. Gemüsebrühe kommt noch dazu. Eine süße Zwiebel. Und dann brauchen wir noch Mettentchen, Bierbeißer, wie auch immer. Die schneide ich noch mit in den Wirsing-Eintopf rein. Das sind ja geräucherte Würstchen, gibt das so ein deftigen Geschmack. Wirsing waschen, kleinschneiden, Kartoffeln schälen, die Zwiebel schälen, alles zusammen in eine Pfanne. Also erst die Zwiebeln, die brate ich einmal kurz an, dass die glasig werden. Dann kommt alles in einen Topf, dann wird alles mit Gemüsebrühe aufgegossen. Dann kommen die Mettentchen auch dazu und ihr müsst dann immer wieder Gemüsebrühe drauf gießen, weil das ja sonst irgendwann verkocht und ich lasse das immer so anderthalb Stunden, zwei Stunden köcheln. Dann ist der Wirsing schön weich, es wird alles so lecker, deftig. Und ich finde, so ein Wirsing-Eintopf schmeckt am nächsten Tag nochmal besser, wenn er richtig durchgezogen ist. Ja, und dafür brauchen wir definitiv einen sehr großen Topf, den größten, den ich habe, weil ich werde alles verarbeiten, dann reicht das für zwei Tage. So, meine Lieben, es ist mittlerweile nachmittags. Mittags ist es 14 Uhr, ich muss in einer Stunde los zum Kindergarten, zu dem Gespräch. Ich habe jetzt meinen Wirsing-Eintopf auf dem Herd. Ich habe euch ja eben kurz gezeigt, was ich alles dafür benötige und wie ich den mache. Ich mache mal den Deckel hoch. Der kocht jetzt schon seit einer halben Stunde. Ja, 30 Minuten muss der auf jeden Fall noch. Jetzt sieht man hier den Wirsing, so langsam fällt der ein. Und dann habe ich ganz viele Mettentchen und Kartoffeln reingeschnitten. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Und ich muss halt immer noch mit Brühe wieder aufgießen. Deckel drauf, ganz wichtig. Ich habe Alex schon ein Bild geschickt, der freut sich schon, hat richtig Hunger. Und heute Abend darf er das dann kosten. Draußen ist ein Unwetter, Leute. Ich habe diese Pflanze jetzt schon 10-mal wieder hingestellt. Schaut mal bitte. Guckt mal, wie windig. Vom Tisch, die Schutzmatte geht ab und mein schöner Orangenbaum liegt da und das Kissen, alles ist dreckig. Das ganze Spielzeug ist eben schon über den ganzen Sandkasten geflogen und keine Ahnung. Mein Haushalt ist noch sauer, weil die Kinder noch nicht da sind. Wie gesagt, ich hole die dann gleich ab. Und ich habe jetzt ganz spontan nochmal die Kamera angeschmissen, weil H&M-Paket für mich. Ich wollte ja meinen Kleiderschrank ausmisten. Umstandsmode raus, neue Kleidung her und das zeige ich euch jetzt schnell. Dann habt ihr noch einen kleinen Fashion-Haul von mir. Vielleicht gefällt euch ja das ein oder andere Teil und ihr könnt dann mal im Shop stöbern. Das ist übrigens jetzt schon mein zweites heute. Ich mache einen Schnelldurchgang. Ich packe es aus und zeige euch das jetzt immer. Es ist sehr viel in der Farbe Bordeaux-Rot mit dabei. Ich liebe die Farbe zum Herbst. Khaki ist auch immer wunderschön. Und zurzeit stehe ich auf dieses Peach Rosa Ton. Ich habe meine Sachen alle in Größe M gekauft. Ich hoffe, das war kein Fehler. Ich darf jetzt auf jeden Fall nicht weiter so viel abnehmen. Aber es kommt Weihnachten, dann werde ich eh wieder ein paar Kilos drauf futtern. Außer die Pullis, die ihr gleich sehen werdet, die habe ich in Größe L bestellt. Ich mag Pullis lieber lockerer und länger. Als erstes habe ich mitgenommen für 10 Euro ein T-Shirt.
Da steht einfach nur Harvard drauf. Und sowas benötige ich immer. Dann ist mir aufgefallen, dass ich zweimal die gleiche Jacke bestellt habe. Das ist aber gar nicht schlimm, weil ich finde, irgendwann laufen die eh ein und es wäscht sich die Farbe so leicht raus. Und ich finde, so Sweatshirt-Jacken kann man nie genug haben. In diesem wunderschönen Bordeaux-Rot. Und ich meine, die hat 20 Euro gekostet. Dann habe ich zwei kurze Hosen mitgenommen. Und die kommen mir gerade mega groß vor. Das ist Größe M. Ich hoffe, die passen. Wenn nicht, ich habe einen Kordelzug. Einmal in diesem rosa Peach-Ton und einmal in Khaki. Kurze Hosen zum Schlafen. Für zu Hause zum Rumlaufen. Dann eine lange Jogginghose. Wie ihr seht, ich habe viele Chiller-Klamotten mitgenommen. Jetzt gerade fürs Wochenbett. Tatsächlich für 4,99 Euro. Unten ist hier so ein kleiner Schlitz mit einer weißen Kordel und für 4,99 Euro musste die mit. Die habe ich im Sale ergattert und dieselbe nochmal in dunkelblau. Die waren alle drei im Angebot, die kurzen Hosen, für je 7 Euro, glaube ich. Dann habe ich mitgenommen noch ein T-Shirt und das fand ich einfach mega cool. So auf einer Boyfriend-Jeans, wie ich die heute trage. Dieses Pepsi-Shirt. Dann auch im Sale gefunden, diese Sweatshirts, ich glaube für 9 Euro noch was. Die auch eine Nummer größer genommen, hier die da. Da gab es ganz verschiedene Motive. Dann in der Größe M ein ganz normales Longshirt. Weiter runder Ausschnitt, finde ich total schön. Kann man auch super zum Stillen benutzen. Dann nochmal eine Sweatshirtjacke, die habe ich euch ja schon in dem Bordeaux-Rot gezeigt. Das ist jetzt so ein meliertes Altrosa. Und die sieht so aus und die hat eine mega große Kapuze. Finde ich total cool. Was soll ich sagen? Derzeit muss es immer sehr praktisch und schnell gehen. Aber ich ziehe mich auch noch schick an. Dann habe ich mitgenommen mal einen Pulli für den Winter. Und zwar in Khaki-Grün. Auch in Größe L. Ich mag es halt sehr gerne locker und so ein bisschen oversize. Dazu könnte ich mir super eine schwarze Leggings vorstellen und dann schöne Stiefel. Der ist aber echt lang. Ich glaube, der ist auch richtig lang geschnitten. Dann noch diesen Pulli. Ein Bordeaux-Rot, der sitzt halt auch schön locker. Ihr seht, alles sitzt bei mir locker. Ich trage nicht so gerne enge Sachen. Und dann musste ein Rollkragenpulli mit. Alex findet Rollkragenpullis total schön. Aber ich bin nicht so der Fan davon. Ich finde das irgendwie, weiß ich nicht, zu eng oben. Und der sitzt halt auch dann ein bisschen enger mal. Wenn man dann mal essen geht abends, dann kann man den mal anziehen. Was ich halt voll schön finde, wenn man Rollkragen hat, hier dann so eine schöne Kette, die drunter herblitzt. Und dann habe ich noch eine Hose mitgenommen aus dem Sale in der Größe 38. Ich hoffe, die passt. Ich habe jetzt 38 an und die rutscht mir so leicht von der Hüfte. Ich hatte vor der Schwangerschaft 36, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich da so schnell wieder reinwachse. Die ist ein bisschen high-waist, also hochgeschnitten mit mehreren Knöpfen. Die gab es auch in dunkelblau. Und unten ist die so abgefranst. Finde ich total cool mit Sneakern. Das war der H&M-Haul jetzt noch zum Schluss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Jetzt verabschiede ich mich von euch. Den Kleiderschrank werde ich dann morgen mit euch aussortieren und auch die Garderobe mal auf Vordermann bringen. Ich würde sagen, bis bald, meine Lieben. Tschüss!